Hallo! Schön, dass ihr da seid. Sind wir jetzt live? Ja, ja, wir sind live. Schon seit ein paar Sekunden, auch schon als du dich so komisch bewegt hast und so. Ich habe mich komisch bewegt? Ständig. Oh, ich bin ohne Video da. Ach so, weil ich, das ist weil auch ich gut. sowas mache. Oh. Geht's los? Yes. Geht es? Warte die Aufnahme. Jawohl, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. So, ja. Willkommen zum Debattier-Club Mittwoch. Debattier? Debattier-Club. Hallo. Debattier-Club. Es sind schon 7 Zuschauer da. Mit dem Schöpfer von Bolle. Also 4 von uns. Also 3 Zuschauer. Genau. Ist Oskar da? Oskar, bist du da? Oskar, melde dich. Genau, ja. 20 Sekunden Verzögerung oder so sind, glaube ich, tatsächlich. Jetzt muss ich schon rübergehen. Oskar! Oskar ist ja mitdiskutieren, der hat die meiste Ahnung wahrscheinlich. Ja. Also die Hallo, Onkel Behemoth! Oh, hey! Hey. Sehr gut. Heute nicht mittendrin, sondern nur dabei. Wie ist denn der Ton? Hört man uns gut? Genau, einmal kurze Rückmeldung, ob jemand lauter oder leiser ist, dann kann ich das noch eben schnell ausgleichen. So, Oskar ist abwesend, sagt wer. Ton ist bei mir 1A, gut. Wenn es bei ihm gut ist, hört man es auch gut sein. Ja. So. Karl, willkommen! Schön, dass du da bist und dass wir dich hier bei uns begrüßen dürfen. Das ist vielen Dank, vielen Dank. Toll. Ja, ich freue mich auch. Wäre cool. Genau. Genau, Tenny ist auch wieder da. Juli Calls spendet uns ihren Twitch-Kanal. Und, nein, vor allem die Rechnerleistung eigentlich. Brennen ist auch am Start. So. Genau. Und wir wollen heute das Bolle-Special machen. Das heißt, wir reden mal ein kleines bisschen über einen NPC, der vor allem in der Community hohe Wellen geschlagen hat. Ein Herz für Bolle! Genau. Ein Herz für Bolle. Yay. Genau. Und wer könnte sich da besser auskennen als der Schöpfer von Bolle? Deswegen haben wir uns jeder andere den Karl geholt, der natürlich total genau weiß, um was es geht. Ja, ja. Absolut. Total genau. So, genau. Der Punkt 1, Bolle Post. Wurde irgendwann mal sein Nachname genannt? Nein. Ja. Nicht? Ja. Nein gegen ja. Schöne Diskussion. Los geht's, Leute. Genau. Also doch, der Nachname wurde genannt, aber wenn ich mich recht erinnere, stammt der tatsächlich aus meiner Feder. Ja, ja. Ach so. Also Bolle hatte keinen Nachnamen, bevor die Geschichte entstand, wenn ich mich richtig erinnere, weil ich mich erinnere, den Nachnamen aus dem aventurischen Namensgenerator. Läuft. Aber ganz kurz zur Aufklärung, damit ich jetzt hier nicht mit falschen Informationen im Kopf sitze. Bolle ist so entstanden, dass er von Heiko als NPC reingebracht worden ist. Er sollte die Tür öffnen als NPC und das war's. War dieser Name von dir schon damals, Karl, oder war das von Heiko aus? Das war von Heiko aus, ne? Mhm. Bolle und im Prinzip das Konzept von Bolle als NPC, der die Helden dann begleiten würde, stammt so von Heiko. Aber er hat dann am Ende einer Episode darum gebeten, ob nicht ein Zuschauer vielleicht eine kleine Hintergrundgeschichte schreiben würde und eventuell einen fertigen Heldenbogen mit einreichen würde, damit er Bolle praktisch vernünftig würfeln und vernünftig spielen kann. Und dieser Aufgabe habe ich mir dann angenommen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Einreichungen es da tatsächlich gab. Ich glaube nur deine. Okay, das ist dann schuld. Ein bisschen geringerer Erfolg, aber immerhin etwas. Weiß man nicht. Denn jetzt hättest du wenigstens sagen können, von 100 Einreichungen wurde Karl ausgewählt. Genau. Wir sagen das jetzt einfach mal so. Ich schneide das, ja, und dann... Ich habe auch Bolle eingereicht, aber es hat ihm leider nicht gefallen. Ich glaube, Sven hatte auch Bolle eingereicht, ne? Ich? Ja, haben wir da ja. Stimmt. Und Karl hat dann gewonnen. Frau. Ja. Mhm. Und ja, meins war in Versform.
Und Wendy hatte auch Bolle eingereicht. Ja, ne? Ich habe, glaube ich, mindestens 10 Seiten geschrieben. Ich glaube, deswegen ist es rausgefallen, weil sie es nicht gelesen haben. Ich sage es dir lieb. Das bin ich gar nicht gewohnt für dich. Was? Was? Gut. Genau, also wie gesagt, Bolle stammt eigentlich von Heiko und wurde nur von mir praktisch dann mit random Hintergrundfacts, mit Leben gefüllt. Sagt man sagen. Er wurde dann zu einer Persönlichkeit durch die Geschichte. Mhm, aus Pixeln wurde tatsächlich Leben. So, und normalerweise hören wir uns ja das Vorstellungsvideo immer als erstes an von den Charakteren. Und da würde ich mal sagen, Tammy hat ja was vorbereitet, ob wir dann nicht gleich rüber starten zu dem verspäteten Vorstellungsvideo von Bolle. Der hat ja, da hat ja Heiko einen kurzen Abriss von seiner Geschichte gegeben. Mhm. Das können wir uns ja jetzt mal anschauen. Genau, nachdem Karl eingereicht hat, die Geschichte, haben wir noch einen kleinen Rückblick gehabt in einer späteren Folge zu der Szene auf hoher See in Richtung Salza, wo Arlekin und Bolle sich unterhalten. Und die gucken wir jetzt an. Bolle sagt, wir kennen uns zwar erst ein paar Tage, aber wir haben schon viel gemeinsam erlebt. Wie seid ihr damals zu den Grünkappen gekommen? Ach, Arlekin, du, das... ich kann doch durchsagen, ne? Selbstverständlich. Ist ein bisschen eine lange Geschichte, aber ich sag mal so, auch ich bin nur knapp dem Galgen gekommen. Es ist schon eine Ewigkeit her, da wurde ich gefangen genommen, als ich meine Familie verteidigte. Aber lass mich das genauer erklären. Ich komme eigentlich aus einer ganz einfachen Bauernfamilie. Und, meine Schwester Ethel, die hatte irgendwann mal in ihrer Jugend die Gelegenheit, zur Zofe der Ehefrau unseres damaligen Bombasten zu werden. Und so kam sie in das Haus des Grafen und lebte sich da in eine Familie ein. Leider, ich meine, ihr ahnt es wahrscheinlich schon, irgendwann konnte dann der Bombast nicht mehr so an sich lassen und hat meine Schwester geschwängert. Allerdings sollte das natürlich geheim bleiben und so hat er sie erpresst. Das ging ein paar Monate gut, aber irgendwann in ihrer Traurigkeit hat sich meine Schwester ihrer Freundin anvertraut. Sie hat es rumerzählt und so kam es raus. Ja, und dann hat der Bombast nach ihr schicken lassen, um sie gefangen zu nehmen. Und sie die Frau, die sein eigenes Kind im Leibe trug. Ja. Es war halt ein Bastard quasi. Und ja, meine Schwester konnte gerade so vom Hofe fliehen, ist zu uns zurückgekehrt zum Bauernhof und dort konnte sie aber nicht wirklich Schutz finden, denn sie, ihre Häscher folgten ihr und ja, sie brannten unseren Hof nieder. Ich habe mich in der Nacht versucht, mit allen Kräften zu wehren und meine Familie zu retten, aber es war vergebens. Mein Vater und mein Bruder starben in dieser Nacht. Und ich und meine Schwester, wir wurden gefangen genommen, auf die Burg des Bombasten gebracht. Und so musste ich einige Monate auf meine Hinrichtung warten, was mit meiner Schwester geschehen ist. Weiß ich nicht. Ich hatte absolut nie wieder gesehen. Wie lange ist das her, Bolle? Vielleicht 9 Jahre, 10 Jahre oder so. Es ist schon eine Ewigkeit. Und als ich auch wie ihr zum Galgen geführt wurde, wobei es war schon etwas anders. Es war eher eine Lichtung am Waldesrand, im Weg an einer Kreuzung. Ich hatte nicht so viel Publikum wie ihr damals, aber vielleicht war das ja durchaus zum Vorteil, denn so konnte ich einen guten Moment abpassen und meine Peiniger abwehren und die Flucht antreten. Und so musste ich untertauchen. Und ja, ihr könnt es euch ausmalen. Irgendwann
kam ich in meiner Flucht nach Nostria und fand Zuflucht eben bei den Grünkappen. Und seitdem ist das mein Zuhause. Aber ich kann euch sagen, sollte ich jemals diesen Bombasten, diesen Cordoban von Schnauzbüttel zu fassen kriegen. Ich lache jetzt nicht im Spiel. ihr könnt euch vorstellen, was ich dann mit seinem Schädel machen werde. Nun, Bolle, ich denke, du weißt, dass ich dich verstehe. Mit Menschen, die uns ans Leder wollen, mit Menschen, die uns ans Leben wollen, da haben wir auch bei uns in Wovang nicht gerade zimperlich. Deshalb, ich kann euren Hass und eure Wut und eure Trauer verstehen. Vor allen Dingen über die Ungewissheit vom Schicksal eines Familienangehörigen. Mir geht es mit meinen Eltern da ganz ähnlich. Sie sind auch seit einigen Jahren verschollen, verschwunden, wahrscheinlich tot. Ja. Und wir beide sind quasi Waisen. Oder ich vermute es zumindest, weil auch bei mir ist der kleine Funke Hoffnung, der noch in mir glüht, dass meine Familie vielleicht doch noch am Leben ist. Ich weiß nicht, wie es bei eurer Schwester ist, aber ich kann durchaus mit dir fühlen, Bolle. Ja, und so sitzen wir quasi im selben Boot. Im selben Boot. Übergeben uns über die... Reling. Habt ihr schon die Salzarele probiert? Ja, Urasilas hat mir davon erzählt, aber es hat bisher überhaupt keine Wirkung. Ja, ich denke auch. Ich fand es damals wunderschön, wie Nico die Stimmung aus der Geschichte so in einem kurzen Ausdruck seines Magens wieder reagiert hat. Ja, das ist das Erste, so was mir gerade eingefallen ist. Ja. Mal kurz Licht anmachen. Ich finde es sowieso ein komisches Ding, dass man immer den Drang hat, so eine ernste Situation meistens mit einem Witz zu lösen. Und einem das schon fast unangenehm ist. Ich finde sowas aber auch schwer. Also ich persönlich bin, ich saß jetzt schon, ja, da musste ich es aufhalten, weil ich die Szene total bewegend finde. Ich finde die Geschichte total bewegend und ich kriege Gänsehaut. Und wenn ich Gänsehaut kriege, bin ich gleich ganz nah am Wasser. Und das Letzte, was man will, irgendwie, also ich, irgendwo da heulen Tränen zu kriegen, ne? Also, das mache ich nur mit meinem Sohn, dann heulen wir uns gegenseitig voll. Weißt du was? Aber sonst kann ich das, also weiß ich nicht, zeige ich sowas ungern. Warum auch immer. Die einzige Möglichkeit, da rauszukommen, für mich, ist dann einfach mit Witz. Da überspielt man sowas dann, ne? Dann wird kurz gelacht und ist dann so, finde ich, in dem Moment Herr der Gefühle. Aber ich finde es... Also ich habe die Story jetzt nicht gelesen. Es gibt eine dreiseitige Story von Karl. Karl kann ja vielleicht gleich mal was dazu sagen. Weiß ich mehr? Drei. Nee, vier. Vier, entschuldige. Dreieinhalb. Dreieinhalb, entschuldige. Tatsächlich hat Heiko die Story wahnsinnig gekürzt. Also wirklich deutlich gekürzt. Aber das ist, denke ich, im Nachhinein eine sehr gute Entscheidung gewesen, weil also vor allem der zweite Teil der Story kaum mehr wirklich relevant ist für die weitere Handlung von Bolle. Und ich denke, eigentlich alles bereits gesagt ist, was an seiner Vergangenheit von Interesse ist, was seinen Charakter wirklich geformt hat praktisch. Von dem her, denke ich, war es durchaus sinnvoll, dass er das da so eingeschnitten hat. Und auch sehr gut, finde ich. Also durchaus. Hast du das Gefühl, dass Heiko ihn im Abenteuer anders gespielt hat, als du ihn dir vorgestellt hast? Letzten Endes? Ja. Wenn man jetzt anfängt, so einen Hintergrund zu... Also ich meine, er war ja schon eine Weile da gewesen, aber wenn man jetzt anfängt, eine Hintergrundgeschichte zu schreiben zu so einem Charakter, habe ja auch ein Bild von ihm meistens. Mhm. Also tatsächlich war Bolle die meiste Zeit so, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Das Einzige, als er dann, Spoiler, gegen Ende wirklich so zum vollkommenen Pisspagen degradiert wurde, das hätte Bolle nicht mitgemacht. Also dieser Bolle zumindest. Mhm. Das war ein Sohn von einem Pferdebauern, der hätte diesen arroganten Federkiel-Schreiberling irgendwann mit diesen Eimer über den Kopf gezogen, denke ich. Er war aber kurz davor, ne? Ja, ja. Der von Lysander. Ja, also irgendwann, denke ich, wäre das passiert. Das hat er wahrscheinlich nur nicht gemacht, damit... da kein Blutvergießen folgen muss, weil ich bin mir nicht sicher, wie Lysander damit umgegangen wäre. Ja.
Allgemein sind mir jetzt, nachdem ich deine Geschichte gelesen habe, einige Ungereimtheiten aufgefallen. Also zum Beispiel Cordovan von Schnauzbüttel. Du hast eigentlich Schnauzbühl geschrieben, glaube ich, war das gewesen. Ja. Ne? Und dann haben wir so, aber Schnauzbüttel klingt lustiger, muss ich jetzt sagen. Aber das ist mir aufgefallen, Heiko hat ganz schön Probleme mit Namen. Ja, also teilweise, ja. Wenn er so Mina als Minna oder Tunin jetzt, kriegt er bis heute noch nicht ausgesprochen. Gut. Spatznämpel. Das finde ich mal sehr lustig. Aber gut. Okay, aber passt die Story. Also ich fand, dass über die Verbindung zu Arlekin sozusagen, fand ich die Story stimmig. Wie gesagt, ich müsste die PDF mal nachlesen. Vielleicht magst du ja für die Zuschauer kurz erzählen, ob es irgendwas, weil die haben ja alle das Dokument, das Bolle-Dokument gar nicht. Ob da noch irgendwas Wesentliches von Bolle existiert, was man vielleicht sich lohnt zu wissen, vom Hintergrund her. Also ich habe eine ganz wichtige Person getroffen. Ja. Nachdem Bolle vom Galgen entkommen ist, hat er sich eine Weile in seiner alten Heimstadt versteckt, eigentlich mitten vor den Augen seiner Häscher, aber eben am offensichtlichsten Ort, wo dann niemals jemand gesucht hat, oder wenn jemand gesucht hat, konnte er sich verstecken. Schließlich ist er aber dann doch wegen des Kopfgeldes aus der Region geflohen und ist in Richtung der Hauptstadt aufgebrochen, Richtung, also Nostria eben, wo er aber tatsächlich keine Bleibe finden konnte auf Anhieb und wirklich eine Zeit lang als Bettler auf der Straße lebte, zusammen mit dem Pferd seiner Schwester, das tatsächlich überlebt hat, das auf den schönen Namen Emanuel hörte, benannt nach diesen, wie er findet, albernen Romanen von diesen Flitzpiepen. Genau, und diese Zeit auf den Straßen von Nostre hat ihn sehr geprägt. Er wurde in der Zeit zum Dieb und lernte eben die Straßen besser kennen als die meisten anderen, die da schon seit Jahren lebten. Und schließlich wurde aber dann doch erwischt und eingekerkert. Traf im Gefängnis auf Gerion von Stillwasser, ein weiteres Mitglied der Grünkappen, das vollkommen aus meiner Feder stammt, das auch nicht übernommen wurde offensichtlich. Und Gerion wurde dann von den anderen Grünkappen befreit. Und bei dieser Flucht konnte Bolle eben mitfliehen, zusammen mit diesen Grünkappen, und schloss sich den Herrschaften dann eben an. Und so kam es, dass er in diesen Kreisen dann landete am Ende. Und schließlich dann... Der ist Geschichte. Den kennt man. Zum Nachschauen in Staffel 1. Nostra erhebt sich. Übrigens, Bolle trat das erste Mal auf. Ich habe es mir alles notiert. Erster Auftritt, Folge 3, etwa Minute 4. Okay. I did my research. Und genau. Wann starb er? Folge? Und er starb Folge 27. Da habe ich allerdings jetzt nicht nochmal nachgucken, welche Minute es genau war, weil ich diese Szene einfach viel zu oft gesehen habe. Aber das ist viel, das ist verdammt viel, muss ich sagen. Also es ist ein NPC, ich glaube, der längste NPC, oder? Nein. Ja. Naja, Saturn hat länger dabei gewesen. Stimmt, dann letztendlich hintenrum dann wieder länger dabei, letzten Endes. Aber Bolle hat sie mit am nächsten begleitet, sag ich mal. Ne? Also er war ja die ganze Zeit an ihrer Seite. Mhm. Ja. Also er war Saturn sehr präsent, sehr intensiv auch. Ne? Ja, genau. Ich wollte noch anmerken zu der Variante, die Heiko erzählt hat. Ist mir noch aufgefallen, dass er gesagt hat, an dem Abend, also an dem Tag, an dem die Häscher von den Bombasten ihren Hof niedergebrannt haben, ist sein Vater gestorben und sein Bruder. Mhm. Das hat er natürlich verändert, damit es kürzer ist, aber ich finde es eigentlich viel krasser, wie Karl es geschrieben hat, dass sie danach ja zusammen verhaftet wurden und zusammen im Kerker waren. Und der Bruder. Ja, über mehrere Monate. Genau, der Bruder. Und Bolle, seinem Bruder, wochenlang beim Sterben zugeguckt hat, bis er elendig verhungert ist. Und ich finde, das macht schon eine ganze Menge mit einem, wenn man seinen eigenen Bruder vor sich sterben sieht, ja. Ja, so elendig auch.
Karl hat auch geschrieben, dass dort kein Mist von ihm weggemacht wurde. Sie haben kaum zu essen bekommen. Sie haben in ihrem eigenen Abfall sozusagen gelebt. Sie haben kaum das Sonnenlicht gesehen. Und so hat er seinem Bruder dann beim Sterben zugesehen. Und das eigentlich schürt es sogar noch mehr Hass. Und wer weiß, wann der dann auch da rausgeholt wurde letzten Endes, ne? Die Leiche nach dem Bruder. Mhm. Und das ist ja auch schon fett. Da liegst du dann halt auch noch so zwei Nächte mit deinem toten Bruder vielleicht zusammen in deiner eigenen Kacke. Ja, das war tatsächlich die Absicht, das so drastisch wie möglich zu beschreiben, um wirklich größtmögliche Motivation zu Hass und Rachegelüsten zu liefern. Also ich denke, mehr hassen als Bolle diesen Cordovan-Schnauzbüder. Ich muss auch sagen, wirklich nicht. Dadurch kann ich sogar dann die letzte Szene, um mal ein bisschen weit des nach vorne zu greifen, die Bolle hatte, sogar noch mehr verstehen, dass ihm dann in dem Moment alles scheißegal war, dass er gesagt hat, ich verliere jetzt, ich habe alles verloren, der hat mir alles genommen. Und jetzt nehme ich ihm alles, was er hat. Mhm. Und ich finde gerade sowas hätte eigentlich weniger gezeigt, also es hätte weniger Überraschung für uns gegeben, dass Bolle überhaupt so Rachegelüste hat, dass er sich tatsächlich selbst dafür opfern würde. Klar, wenn man Also wenn jemand sowas mit der eigenen Schwester macht, ist schon schlimm, aber wenn man dann auch noch so ein Elend ertragen muss in seiner eigenen Familie, hat ja seine Schwester kaum gesehen danach, als das alles war, als das alles passiert ist. Da hätte man viel mehr eigentlich sogar noch mit Bolle mitgefiebert, glaube ich. Ja. Aber ich denke, dass mit Sicherheit Heiko zu der Zeit auch noch nicht wusste, dass sich das so entwickeln würde. Also dass Bolle wirklich mal Märtyrercharakter werden würde. Doch schon. Er hatte vor, ihn draufgehen zu lassen. Schon ziemlich früh. Echt? Zu dem Zeitpunkt weiß ich nicht. Aber. Also, als ich Bolle gemalt habe, ich hab Heiko gefragt, wie stellst du dir Bolle vor? Ich würde ihn gerne malen. Da hat er mir gesagt, lohnt sich nicht. Bolle ist nicht mehr so lange da. Okay. Und da hat es trotzdem gemacht. Das hat sich dann halt noch. Ja, ich habe gedacht, egal, wir lieben alle Bolle, der braucht ein Bild, aber es hat sich ja dann auch noch gezogen durch die ganzen Nebenplots, die so entstanden sind. Aber Heiko hat relativ früh. Darf ich mal die Beschreibung von Bolle in den Chat stellen? Weil ich finde, du hast nachdem das eigentlich ganz gut getroffen. Das Einzige, was fehlt, sind halt die Brandnamen. Beschreibung von Bolle in den Chat? Was meinst du? Ich kann es mal vorlesen. Bolle verlor beim Versuch, seine Mutter zu retten, damals auf dem Bauernhof, als er abgebrannt wurde, ne? Die gesamte Körperbehaarung an die Flammen. Während er den Großteil davon inzwischen wieder nachwachsen ließ, hält er sein Haupthaar in Gedanken an seine Mutter bis heute kurz, dass er aussieht, als wäre er kahl. Auf einigen Brandnamen an den Armen und seine leichte Angst vor dem Feuer rühren von dieser Rettungsaktion her. Also es ist so eine leichte Beschreibung zumindest von ihm, ne? Dass er sich halt rasiert hat, deswegen ja die Glatze. Und ich habe da versucht, am Ende dieser Geschichte praktisch nur einige Eigenschaften Bolles mit einzubringen, die ihm vielleicht mehr Charaktertiefe geben. Und da gehört eben diese Angst vor dem Feuer durch den abgebrannten Hof praktisch mit dazu. Auf jeden Fall. Gut, dass sie nicht gebrannt hat. Er war ja nicht im Haus mit dabei, als der Feuerball explodiert ist. Er hat ja den Feuerball nicht abbekommen. Ich stelle mir vor, wie Bolle in dem Moment da steht, so. Ja. Aber den Punkt hatten wir jetzt gerade eben schon und der geht mir nicht aus dem Kopf. Und das Teddy ist das, weg. Was. Wart. Karl gerade gesagt hat, ist, dass Bolle, also er wurde ja von Lysander schon krass, sehr daneben behandelt, fand ich schon. Na, war schon übelst. Und von wem? Von Lysander? Von Lysander, ja. Okay, ja. Ja, ne? Also die Verbindung zwischen Bolle und Alekin kann ich absolut nachvollziehen. Und sogar OOC sieht man, wie nicht nur Alekin, sondern auch Nico die Geschichte von Bolle bewegt. Und dadurch wahrscheinlich auch so eine enge Verbindung aufbaut. Ja. Oder?
Also ich finde es, man sah die Verbindung zu Bolle nicht nur in Character, sondern auch OOC von Nico. In dem Moment, auch wie Nico reagiert hat und so, das merkt man schon. Ne? Also er hat sich ja schon dann mit Bolle sehr, glaube ich, angefreundet. Aber dass Bolle dann natürlich tatsächlich so immer so dieser Pisspage unterwürfig war. Aber ist die Frage, war das jetzt für das Spiel der Charakter sozusagen ein bisschen gebogen? Oder hätte Bolle so gehandelt, um der Gruppe sozusagen zu helfen? Also solange es wirklich für den Plan notwendig war, hätte Bolle das gemacht, weil er hätte den Plan verstanden, er ist ja nicht dumm. Aber als Lysandre das dann, nachdem das eigentlich schon gar nicht mehr notwendig war, das immer weiter provoziert hat, da wäre Bolle mit Sicherheit irgendwann die Faust ausgerutscht. Also, die Faust, der ganze Eimer. Oder der ganze Eimer, ja. Frisch gefüllt hier, guck mal. Ja. Wobei das tatsächlich zu, ich glaube, das hätte spieltechnisch zu Konflikten geführt, die keiner hätte so, in dem, überleg mal, wie Lysandre dann reagiert. Plötzlich wird ein NPC ja, vielleicht zum Gegner. Nee, das hätte nicht funktioniert. Also Heiko konnte dann nur so handeln. Aber, also, wenn Bolle ein Spielercharakter gewesen wäre, dann wäre die Situation da eskaliert, denke ich. Mhm. Als NPC war es nur notwendig, den da zu biegen. Ja, das stimmt schon. Ja. Ja gut, da hast du natürlich als Meister die Freiheit, deine NPCs dir situationsbedingt natürlich zurechtzulegen, ne? Mhm. Du handelst als Meister ja nicht immer nur als Spieler sozusagen. Ja. Wenn wir jetzt schon mal über die Beziehung zueinander reden, wenn wir jetzt Nico und Florian schon abgehandelt haben jetzt mit zu Bolle, wie sieht es denn eigentlich mit Oasilas, mit Oscar aus? Was hatte der eigentlich für eine Beziehung zu ihm? Mhm. War das jetzt, ja. Aber. Das vielleicht kurz voraus. Ich habe Bolle tatsächlich absichtlich die Schwester gegeben, damit über diesen Bezug zur Schwester, den ja auch Oasilas hat, vielleicht da auch noch was zwischen den beiden entstehen könnte. Ist es dann im Endeffekt, glaube ich, nicht. Keine Staffel gewusst. Aber das war so der Gedanke, oder einer der Gedanken, die ich hatte da beim Ja. Da hat Karl versucht, den Oasilas zu locken mit der Schwester. Triggern, ja. Aber ja. Weil ich finde, außer dann nach dem Tod die beinahe schon Verachtung, die Oasilas gegenüber Bolle hatte, hatte Oscar, also Oasilas jetzt keine wirkliche Beziehung zu Bolle gehabt. Also hat er jetzt wirklich mit ihm groß interagiert eigentlich? Kaum, eigentlich. Oder? War dann wirklich dann lustigerweise am meisten Lysandre gewesen. Ich glaube, das Problem ist, Bolle war nicht einfach nur ein NPC und jemand, der mitgekommen ist. Bolle war ja auch eine Grünkappe. Oskar hat es gerade im Chat geschrieben, ja. Aus Lysandres, aus Oasilas Sicht. Genau, die sind kriminell. Mhm. Ja. Aber gut, dann hätte sich mit Alekin, gut, das war notwendig natürlich als Spieler, gell. Ja. Ich denke, eines der großen Probleme, die man da hat, in den Glanzmomenten von Bolle, oder beziehungsweise in den Momenten, in denen Bolle als NPC besonders wichtig war, war Oasilas immer anderweitig beschäftigt. Während des Turniers als Pisspage war Oasilas Teilnehmer des Turniers. Mhm. Während Lysandre wunderbar mit ihm interagieren konnte. Und später auch auf dem Ball war Oasilas ja auch anderweitig beschäftigt und Bolle ist mehr oder weniger allein stehen geblieben. Das waren so die beiden Momente, wo er wirklich rausstach. Mhm. Und auch später mit Alekin zusammen. Da ist ja eine Beziehung aufgebaut worden. Also ich glaube, klar, da war der Aspekt da, sodass Oasilas ihn natürlich nicht so besonders beachtet hat, zum einen. Zum anderen glaube ich aber auch, und es wirkte so ein bisschen auf mich, es blieb gar nicht so viel Raum für Oasilas, um in Bolle in Handlung zu kommen oder in Interaktion. Und vielleicht war das tatsächlich gut so, wenn man diesen Grünkappen-Hintergrund betrachtet, ja. Ja, damit hätten wir sogar eine unserer Fragen abgehandelt. Heute mal von hinten aufgerollt. So Thema zu gehen. Genau, wir greifen ja einmal unseren Plan auf, die Beziehung der einzelnen Charaktere zu Bolle. Die sind aber auch sehr gut rausgekommen,
Und ich glaube, da ist schon interessant, dass nicht alle drei Spieler die gleiche Beziehung zu einem NPC hatten. Ist ja oftmals so, sondern jeder so seine eigene. Und das macht, finde ich, Bolle nochmal einen Hauch mehr Bolle, persönlicher, mehr vorhandenes NPC. Weil wenn du einen NPC hast, zu dem alle drei Charaktere die gleiche Beziehung, den gleichen Status haben, der dann auch vielleicht recht schnell stirbt oder weggeht oder sonst was, dann ist das nochmal was anderes als... Alekin ist ja, glaube ich, der ist sogar, hat Lysander so ein bisschen angegangen, dass er Bolle nicht so angehen soll, so, ne? Ja, hat er. Ja. Ja, genau. Und sprich, Oscar auch. Also genau, also es führte einfach auch zu Konflikten unter den Spielern, die natürlich dann das interessante Spiel hervorbrachte, fand ich. Mhm. Absolut, ja. Genau. Deswegen, wie gesagt, war ja noch ein anderer Punkt von uns hier, ob sein Tun und Handeln jetzt, also das Tun und Handeln von Bolle jetzt vor allem in dem Moment, als er sich geopfert hat, ob das jetzt zu Bolle gepasst hat, war das jetzt nachvollziehbar? Und ich muss sagen, ich fand das im ersten Moment ein bisschen krass, was er gemacht hat, aber da kannte ich noch nicht seine ganze Hintergrundgeschichte. Und ich finde jetzt, seit ich die jetzt kenne, und ich kenne ja jetzt wirklich seit ein paar Stunden, finde ich das wesentlich nachvollziehbarer, dass er so gehandelt hat, wie er gehandelt hat. Eben, wie Tandy vorhin schon gesagt hat, weil er da so echt krasse Erlebnisse hatte mit seiner Familie und dem. Und du musst ja auch bedenken, Orasilas war ja nicht dabei, als Arlekin und Bolle sich unterhalten haben. Der hat nicht mal die Geschichte mit der Schwester mitbekommen. Die hat auch Lysander nicht mitbekommen. Die hat nur Arlekin mitbekommen. Klar, dass Arlekin dann auch ein viel engeres Verhältnis zu ihm hat, weil er weiß, was er durchgemacht hat. Absolut, ja. Sonst hätte er vielleicht sich noch irgendwas ergeben können zwischen Bolle und Orasilas, aber er hat ja nicht mal das gehört. Er war ja unter Deck und hat gebetet oder so. Ja. Denkst du das genauso jetzt, Karl, oder findest du, dass Bolle da sich nicht einfach sein Leben hingeschmissen hätte, um den da einfach bloß die Kehle durchzuschneiden? Also ich denke, er hätte das nicht getan, wenn sein Verhältnis zu Alekin nicht über die Staffel hinweg so gut gewesen wäre. Also er rettet damit ja auch Alekin. Mhm. Oder vor allem Alekin, weil Alekin war ja für den Mord verantwortlich tatsächlich. Und ich denke doch, das passt. Das wissen ja bis heute noch nicht, ne? Die anderen Charaktere, dass er das gemacht hat. Ne, es ist Bolivar. Ja, also doch, um Alekin zu schützen, beziehungsweise um seinen Freund zu retten, nachdem er ja praktisch wirklich alles erreicht hat, was ihn die letzten Jahre getrieben hat. Also die Rache hätte nicht erreicht, ja? Mit ihm untergehen. Mit ihm untergehen. Also mit Schnauzgefühl. Ja, doch. Ist eine gute Frage. Also ich finde, man kann Bolles Werdegang sehr darauf auslegen, dass er eigentlich in dem Moment, in dem sein Bruder neben ihm verreckt ist im Kerker, darauf ausgerichtet hat, Rache zu nehmen. Er ist in die Reihen der Grünkarten geraten und hat diese Chance gesehen und genutzt. Er hat alles, was er dort gemacht hat, theoretisch gemacht, weil er wusste, es hilft ihm dabei, diesen Bombasten zu finden, diesen Schnauzbüttel, und sich eines Tages an ihm zu rächen. Und mehr hatte er nicht mehr im Leben. Er hat diesen Leuten geholfen, er hat sich da seinen Unterhalt gerade so verdient, damit er weiterleben kann, und Informationen gesammelt, weil die ja auch sämtliche Spione überall hatten und was nicht alles. Und ja, also wie, ich glaube, Sven, du hast es vorhin gesagt, er hatte nichts mehr, hat alles verloren. Und es war das Einzige, was ihm blieb, die Rache, die hat ihn auch angetrieben. Und deswegen ist es eigentlich, passt es, wenn man seine Hintergrundgeschichte kennt, sehr gut, dass er dann sagt, okay, ich habe ihn gefunden, ich kann ihn jetzt umbringen, der Rest ist mir scheißegal. Ja, auf der Frage von vorher tatsächlich, Sven, dieses gemeinsame zugrunde gehen wäre für Bolle genug gewesen. Um das zu erreichen, hätte er sein Leben hingeworfen, tatsächlich. Denke ich. Hier wäre es interessant, und das erfahren wir vielleicht irgendwann, wenn wir Heiko zu Gast haben, wie weit sich Heiko mögliche Situationen für den Spielabend durchdacht oder überlegt hat oder wie spontan er gehandelt hat. Denn im Prinzip waren viele Taten von Bolle an diesem besagten Abend
spontane Aktion, können sie ja nur spontan gewesen sein, weil zum Beispiel das Alekin da tötet, das konnte ja Heiko nicht im Voraus einplanen oder wissen oder provozieren sozusagen. Na, war nicht deshalb der Dolch oder das Schwert oder was das war in der Küche versteckt? Extra? Aber nicht für Arbor, und das sollte ja nur so ein Verteidigungsmittel sein, wie ich weiß. Na, das war doch, genau, das war doch versteckt, das, was sie nicht gefunden haben in dieser Kiste, oder? ja, sie haben es ja nicht gefunden, weil er schlecht gewürfelt hat. Genau. Von daher war es vielleicht geplant, dass sie Werkzeug oder Dolch oder ähnliches bekommen. Aber ich glaube, es war nicht von Heiko. Also geplant kannst du ja eh schlecht sagen, aber provoziert, dass Arbon umgebracht wird durch Alekin. Und ich glaube, dadurch ergaben sich so spontane Spielsituationen, die sowohl von Heiko als auch von den Spielern dann natürlich, die spielen ja sozusagen, ja improvisiert wurden. Also ich glaube, da hat Heiko ganz viel und auch Bolle entsprechend dann. Also ich kann es mir nur so aus Meistersituation, wenn ich in so eine Situation geraten würde als Meister, du versetzt dich einfach in den NPC und handelst dann einfach aus seinen Gedanken heraus in dem Moment. Spontan. Du kannst das ja nicht jetzt anfangen zu planen oder dir überlegen. Sondern du handelst dann einfach aus den Emotionen heraus. Da wäre es jetzt aber interessant, ob Heiko bei diesem Ball, also das Risiko, dass es eskalieren kann, musste er ja eingeplant haben. Und ob der Bolle von vornherein irgendwie als Notanker gedacht war für diesen Tag. Egal, wie er denn zum Einsatz kam. Das wäre eine interessante Frage an Heiko. Naja, müssen wir uns merken. Das ist schon die zweite. Wisst ihr was? Ich habe den Zettel von der ersten verloren. Das ist schlecht. Ich weiß aber noch, was die erste war. Ah, das ist gut. Dann schreibst du heute die erste und ich schreibe noch die zweite gleich für uns in Chat, dass wir uns das mal merken. Sonst sitzen wir da tagelang. Bolle, Notnagel, Szene geplant. Können wir uns dann schon mal wirklich um den einen Punkt nochmal Gedanken machen? Inwiefern, also es gibt ja in den vielen Geschichten diese kleine Fee, sag ich mal, ja? Also die bei Zelda immer nervt. Aber in anderen Geschichten vielleicht wichtig ist, so ein bisschen den Helden führt, die den Weg kennt, die weiß, wo es lang geht, der dem Helden Glück bringt. Und in dem Fall war es ja mal zeitlang Bolle gewesen. Oder vielleicht auch nicht. Hat Bolle denn die Geschichte, jetzt mal ausgenommen von der Stelle, als er da wirklich sich geopfert hat, um alle zu retten, was ja wirklich ein krasser Auftritt war, hat denn Bolle die Geschichte irgendwo vorangetrieben oder gar dafür gesorgt, dass sie überhaupt fortgeführt werden konnte? Also in die richtige Richtung gebracht und so weiter und so fort. Ja, also ich glaube, es hätte jemand anders machen können, aber Bolle war ja der sich um das Turnier gekümmert hat und rausgefunden hat, wie es läuft, wie man sich anmelden muss, was es für Möglichkeiten gibt, sich da reinzuschmuggeln. Stimmt, das ist ein Punkt, wo Meisterinformationen, dadurch, dass der NPC mit dabei war, so reingebracht worden sind. Also wäre Orasias ohne Bolle nie an sein Schwert gekommen. Nee, es hätte wäre jemand anders gemacht, ne? Also ich weiß nicht, ursprünglich war ja Satuna geplant, sie zu begleiten. aber ob Satuna bei den Vorbereitungen eines Ritterturniers unauffällig rumlaufen kann, Fragen stellen kann als blinde Hexe mit Schlange, weiß ich nicht. Es hätte wahrscheinlich sonst irgendeine x-beliebige NPC-Grünkappe Nummer 3 gemacht. Aber so ist doch viel cooler. Richtig. Also geschichtenstorymäßig war es, glaube ich, das Beste, was Heiko passieren konnte, dass die Spieler Bolle auf jeden Fall mitgenommen haben. Ja. Auch wenn es erst so wirkte, dass sich Heiko dagegen wehrt, dass der mitkommt. Heiko mag meines Erachtens noch NPCs über einen längeren Zeitraum nicht so gerne. Ich fand schon, man merkte, und da habe ich so, als ich das geguckt habe, da hatte ich so diesen Gedanken, der will den gar nicht dabei haben. Aber er kommt da nicht raus. Wie kommst du da nur drauf? Ihr geht durch das Portal. Müssen wir nicht den und den noch mitnehmen? Ja, stimmt, der war ja auch noch da. Wo ist Brindwell?
Aber guck mal, Bolle hat auch für so viele schöne Momente gesorgt, wo wir gelacht haben. Alleine mit Lysander, also schon in der Weglaufszene. Wie gesagt, ne, ich feiere immer noch so diesen Moment, wo sie auf die Brücke kommen oder zu der Brücke kommen und Lysander sich rausredet, ja, das ist mein Sklave. Oh. Und Bolle muss da stehen als Riesenpaket, Glatze, Muskeln, Schnurrbart. Ja, ich bin der Sklave von diesem kleinen Hemdchen hier mit spitzen Ohren. Da wirkt halt Lysander sofort irgendwie wie so Domina, mehr oder weniger. Das ist mein Sklave und dann so Muskelmann. Ja. Naja. Ja, ich glaube schon. Das wäre zum Beispiel schon der erste Moment gewesen, wo Bolle, der ja in der Grünkappenhierarchie zumindest über Lysander stand, dem Guten mal irgendwie einen Klaps auf den Po geben. Nein, das konnte ja nicht in dem Moment. Ja, ja. Sie waren ja auf der Flucht, ne? Und ja, somit hat es eigentlich angefangen, dass Bolle sich unterordnen muss, um die ganzen Sachen nicht zu gefährden, die sie so durchziehen müssen. Ja. Stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht. Grünkappenbolle stand definitiv über Lysander eigentlich. Mhm. Natürlich. Eigentlich in der Verbindung, da hätte Bolle da ein der mehr vor allem Taktangebende sein können. Lysander war ja keine Grünkappe. Doch, das schon. Er war ja von den Gargoyles und sollte die Verbindung zu den Grünkappen herstellen. Der einzige, der wahre Grünkappe war eigentlich nur Alekhine. Später ja, aber halt auch in dem Moment später. Als... nicht von Anfang an, meine ich. Ja, genau, aber das hat ja Lysander auch gemacht in dem Moment. Ja, die beiden sind Grünkappen geworden, aber und Lysander hat gesagt, das nicht. Lysander hat aber in dem Moment gesagt, dass er das nicht so direkt machen kann, weil er bei den Gargoyles schon ist. Und der hat dann ihm der Altvater gesagt, ja, dann kriegst du halt symbolisch diese Grünkappe, ne? Damit wir dann diese Verbindung damit darstellen können. Ja. Also so richtig, er direkt Grünkappe und Gargoyles hat er nie gemacht. Ja, stimmt. Als Person her. Aber darum geht es ja jetzt auch nicht so sehr. Aber stimmt, das ist ein guter Punkt, finde ich, dass Bolle ja eigentlich über Lysander stand. Und da ging es ja eigentlich los ab dem Punkt, ne? Als dann Lysander gesagt hat, hey, ja, das ist mein Diener oder Sklave oder so, ne? Und dann musste er dann Ab dann ging es ja bergab für Bolle. Ja. Ja, hatte aber Lysander eigentlich Glück, denn wenn man das rollenspieltechnisch, aventurisch gesehen mit den Sklaven, wenn man das etwas enger gesehen hätte, hätte Lysander aber echt Probleme bekommen, ne? In Nostria, ne? Sklaverei in Nostria ist aber mal verboten, ne? Ja, ja. Wird auch nicht geduldet, nur weil du vielleicht irgendwo, und er kam ja nicht aus dem Süden, ne? Also, ne? Irgendwie ja, so da die Gegend. Aus. Genau. So als Halbelf mit blonden Haaren. Ja. Da hat er Glück gehabt, dass der Meister das nicht ganz so eng gesehen hat, denn da hätte er eben noch so ein bisschen, ne? Ja, Steine in den Weg legen können. Eigentlich Glück gehabt, dass Heiko wahrscheinlich in dem Moment nicht dran gedacht hat. Noch eine Frage an Heiko. Hat er nicht dran gedacht oder bewusst erstmal? Naja, sammle mal die ganze Information. So lange hat er die jetzt auch noch nicht gespielt in dem Moment. Ja. Also ich denke, für Lysander war es, denke ich, wirklich Glück, dass Bolle gestorben ist. Sonst hätte es irgendwann Konsequenzen haben müssen. Ja. Wenn man mit einer Backstory wie Bolle, der das alles schon durchgemacht hat, der lässt sich nicht dauerhaft irgendwie als Sklave bezeichnen. Nee. Das hätte nicht funktioniert auf Dauer. Vor allem glaube ich, dass er, wenn man jetzt das weiß, dass er ja so ewig lange in dieser nicht vom Schmutz befreiten Kerkerzelle gesessen hat und jetzt soll er schon wieder mit der ganzen Pisse diesmal von anderen Leuten durch die Gegend rennen, da ich ein Wunder, dass er sich überhaupt drauf eingelassen hat, ne? Ja, gut, da müssen wir jetzt unterscheiden zwischen dem Bolle in meiner Geschichte und dem Bolle, den Heiko wiedergegeben hat, weil der Bolle in der Serie war ja nie im Kerker, nie in diesem vollgeschissenen Kerker zumindest. Er hat nur nicht davon erzählt. Vielleicht ist es viel zu traumatisch, um darüber zu reden.
Naja, nee, er hat es ja schon noch abgeändert. Er hat ja gesagt, der Bruder ist an dem Abend gestorben, als der Hof gebrannt hat. Mhm. Den hat er eigentlich überlebt, den Brand. Ja gut, das ist dann meisterische Künstlerfreiheit, so ein bisschen, ja, ne? Also ich habe das durchgelesen, aber nicht alles gemerkt. Das ist ja, nee, ich glaube, Heiko hat sich genau den Teil rausgenommen, der erklärt, was Bolle für eine Motivation im Leben hat mit seiner Schwester. Also konnte ich noch mit Betonen. Ja, weil es für einen NPC wahrscheinlich sonst den Rahmen gesprengt hätte. Ja. Also das Kürzen war absolut sinnvoll. Ja. Es baute sich ja auch über die Verbindung zu Alekin auf, ne? Man fängt ja damit an, uns verbindet. Ich bin auch dem Galgen entkommen. Und dann bringt er da die Background-Story rein. Das war übrigens tatsächlich auch absichtlich. Dass sie dadurch diese Galgen-Hintergrundgeschichte alle zumindest schon mal so einen Punkt in ihrer Vergangenheit haben. Und im selben Boot sitzen. Mhm. Genau, so ungefähr. Mhm. Ja, aber man hört schon raus. Karl hat sich da verdammt viele Gedanken und verdammt viel durchdacht in Bezug auf die nicht NPCs, sondern auf die Spieler und so einen Charakter und eine Persönlichkeit erschaffen, die Verbindungen schon hatte. Ja. Da war ein Bezug zu Urasilas, da war ein Bezug zu Alekin. Lysander? Ja, ja, ne? Das Emanuel-Pferd? Das Pferd mit dem Namen Emanuel. Okay, ja. Das zwar nicht wirklich eine Bindung wäre, aber dadurch kennt er zumindest den Autoren schon mal. Er kennt Lysander von den Büchern. Er hat Lysanders Bücher gelesen. Nee, seine Schwester hat die Bücher gelesen. Ah ja, stimmt. Aber gut, ja, aber die stehen ja dann bei der Schwester rum und er weiß, dass es davon ist. Und dann später bei den Grünkappen, ach, Lysander, der mit den komischen Büchern, ne? Ja, komm rein. Genau, ja. Das wäre so das gewesen. Also das Verhältnis von Lysander und Bolle war auch von mir vornherein durch diese Verbindung eben als ein eher schlechtes Verhältnis konzipiert. Einfach weil die beiden nicht zusammenkommen konnten. Der erlesene Schreiberling mit Weltruhm und großem Talent und der Pferdebauer. Die sind so extrem gegensätzlich. Lysander ist ja so eine, oh, ich könnte mir einen Fingernagel abbrechen. Und Lysander so nimmt die Schaufel, los, packen wir es an, ne? Bolle. Passen so gar nicht zusammen. Das ist so gegensätzlich. Ja. Aber ja, dass Lysander dann eben auch noch dieses Raushängen ist, dieses, oh, ich bin was Besseres als du die ganze Zeit, ne? Das tut er ja überall gerne, also. Jetzt, ich meine, wir reden jetzt schon eine ganze Weile über Bolle. Jetzt bloß die große Frage, was finden die Spieler jetzt eigentlich an Bolle? Was war an Bolle so besonders, dass sie ihn auch schon vorher unbedingt mitnehmen wollten? Weil Lysander hat ja gesagt, ich möchte gerne Bolle mitnehmen. Stimmt, das war noch vor der Background-Story. Vielleicht, weil er Bolle als Namen sie schon aufgeschrieben hatte. Sie hatten ja gesagt, sie können zwei Grünkappen mitnehmen, die sie begleiten dorthin, als Unterstützung. Zum Hafen. Nur zum Hafen. Und Bolle hat dann gesagt, ich komme mit. Oh Gott, jetzt hätte ich das nochmal gucken müssen. So genau weiß ich es gar nicht mehr. Ja, ich weiß es, deswegen sage ich es dir. Also wie kam es denn am Hafen, dass sie Bolle überredet haben? Eigentlich war es ja so gewesen, dass Heiko von Anfang an wollte, dass sowohl Satuna als auch noch jemand anderes die Leute zum Hafen begleitet. So, dann kam aber Lysander jetzt und hat gesagt, naja, ich möchte gerne, dass die beiden Großen mich begleiten. So, also Heiko kam gar nicht dazu, diesen Plan überhaupt in die Tat umzusetzen. Und dann weil jetzt die beiden da waren, sich Heiko dazu entschlossen, okay, kriegt er Bolle mit. Aber du bist zum Hafen. Nee, naja, bis zum Hafen und eigentlich sollte da Satuna mit denen aufs Boot steigen und nach Salza Hafen reisen. Und dadurch, dass Satuna jetzt nicht da war, ist halt Bolle mitgekommen. Da, weil er sich halt vieles neu überlegt hatte, ist Satuna dann später noch nachgekommen. Ja. Genau. Und und die Backstory, sag ich mal, die kannten sie erst wirklich ein bisschen später. Okay, Lysander, meines Erachtens nach, hatte halt dadurch, dass er halt die ganze Zeit dieses Comic Relief war in der Staffel, was ja auch wirklich oft zu Lachern geführt hat, der hatte halt sich Bolle ausgesucht, weil er sich dachte, naja, mit den Spielern sollte ich mich vielleicht nicht zu sehr verscherzen, aber Bolle geht. So, Alekin, der hat sich ja wirklich auf Bolle eingelassen. Mhm. Der hat ja richtig mit ihm mitgemacht, sich gut mit ihm verstanden und so weiter und so fort. Ja.
Der Einzige, der ihn halt von die ganze Zeit relativ abgelehnt hat, war halt Vasilas gewesen. Ja. Und das eben sicherlich wegen dieser kriminellen Vorgeschichte. Ja. Ein Aspekt, den ich vorher gar nicht bedacht hatte, aber es gibt vollkommen Sinn, ja. Vermutlich. Und dadurch halt erst gar nicht so... Er kannte die Hintergrundstory nicht, weil da sicherlich sonst bei Aurasilas ein gewisser, anderer Aspekt sonst noch mitgespielt hätte. Aber er kannte den Hintergrund ja nicht. Und das war ein Krimineller für ihn. Und daher absolut verständlich und absolut auch gut in Character durchgezogen. Denn OOC kannte er die Geschichte. Und OOC hätte es ihn ja auch bewegen können. Und da finde ich es dann schwierig, wenn es dich OOC bewegt, in Character, kein Hauch zu versuchen, weil du keinen Anlass dazu siehst, eine Beziehung aufzubauen. Oh, jetzt hau ich mal was raus. Zu welchem, also von den Nymphen mal abgesehen, zu welchem NPC hat denn Aurasilas mal eine Beziehung aufgebaut? Arlekin. Achso, NPC. NPC? Naja, Oscar, ist nämlich ganz einfach, ne? Alle denken drüber nach zum Ende hin. Aber ist egal, darum soll es ja heute nicht gehen. Das habe ich jetzt mal so rausgeschmissen. So, Schmort drin. So, okay. was wollte ich jetzt noch? Achso, was fanden die, eurer Meinung nach, die Zuschauer? Ich meine, ein Herz für Bolle. Das ging dann irgendwann durch den Chat. Jedes Mal, wenn es um Bolle ging und hast es nicht gesehen, ja? Bis heute. Was fanden, bis heute, was finden die Zuschauer so toll an Bolle, dass es sie so mitnimmt? Ich glaube, dass da auch wieder diese tragische Backstory zu tragen kommt, die euch ja anscheinend überraschend bewegt hat. Also ich habe gedacht, das wäre so vorgelesen und okay. Aber also, Julikos, wenn du sagst, dass sie dir wirklich Gänsehaut bereitet hat, dann ist die ja wohl wirklich angekommen, die Geschichte. Und vielleicht kommt daher diese emotionale Bindung. Keine Ahnung. Also ich muss sagen, ich fand Bolle cool, weil er einfach so ein Typ war, so ein harter, so ein Muskeltyp, so ein Grummeltyp, so ein ich red nicht viel, aber so einer, ich kümmere mich um alle, so ein, ich muss sagen, Heiko hat ihn teilweise auch so sympathisch gemacht. Wenn du ihm begegnen würdest, nachts... Ein Grummelbär, ne? Ja, wenn du ihm wenn du ihm nachts draußen begegnest, denkst du, ich mach mal einen großen Bogen, ja? Aber in Wirklichkeit war er so lieb. Aber er würde so auf dich zukommen und sagen, oh, du hast diese kleine Blume zertreten, warum? Sie hat dir nichts getan. Deswegen passt er auch so gut zu Arlekin. Arlekin ist ja auch so harte Schale, weicher Kern. Und Bolle ist einfach so ein Berg mit so einem kleinen Teddyherz. Oder so einem ganz großen eigentlich, so ein ganz kuscheliges Herz. Bolle ist einfach so ein Herzenstyp. Und der war immer so ein Grobian und der ist riesengroß. Und wenn er sich neben Lysander aufs Bett setzt, macht das Bett so knirrt und Lysander fällt fast hoch beim Schwung und so. So ein richtiger Kuschelbär. Also ein Bild, das mir da jetzt in den Sinn kommt, ist ein bisschen Samson aus der Sesamstraße. Und ich denke, das trifft es eigentlich ganz gut. Stimmt. Bolle war Samson. Na, Samson ist ein bisschen zu dümmlich dazu, glaube ich. Ja gut, lass den Aspekt dann vielleicht weg, aber so vom einfach Erscheinungsbild her. Es geht um die Erscheinungsbild, genau. Genau, die Erscheinung. Charakter ist ja nochmal eine andere Sache. Denn charakterlich, jetzt, wenn man von der Erscheinung absieht, macht der Background, der stimmt ja einen schon in eine bestimmte Richtung ein. Du bist ja schon bei ihm. Du bist ja nicht gegen ihn. Auf keinen Fall. Sondern du bist ja schon bei ihm. Und so als ganz normaler Mensch gönnst du ihm ja die Rache. Weil man weiß, dass da mit, sag ich mal, staatlichen Mitteln, ja, in unserem Rechtsstaatssystem würde ja keiner so Rache, ne, Auge um Auge, Zahn um Zahn, sondern würde sich ja eher auf die Gerichte verlassen. Aber da in Aventurien gönnst du ihm ja die Rache, weil du weißt, durch dieses System, wie es da ist, hätte der ja... Dem ist ja absolute Ungerechtigkeit widerfahren und er hat ja sonst keine Chance auf Gerechtigkeit. Glaubt ihr, dass Bolle weniger so die Leute eingenommen hätte, sag ich mal, von seiner Art her, hätte er sich nicht geopfert?
Weil ich glaube, die bestimmte Sachen, die diese Ausrufe, so ein Herz für Bolle und so weiter und so fort, ging erst dann los, als er, als diese Schweigeminute für Bolle da war. Und da ging es dann im Chat rauf und runter. Mm-mm. Bolle war schon vorher Herz. Also als ich Bolle gemalt habe und auf Insta gestellt habe, haben viele Leute schon damals Herzen geantwortet. Bolle war schon sehr früh mit den Herzen verbunden. Und ich muss auch sagen, ich würde nicht nur, also eigentlich war ich traurig, dass Bolle sich geopfert hat, obwohl ich wusste, dass Bolle nicht mehr lange dabei ist. Obwohl ich auch erst dachte, naja gut, vielleicht geht er nur zu den Grünkappen zurück und lässt sie da alleine machen. Weiß man ja nicht. Er hat ja nicht gesagt, er lässt ihn sterben, nur dass er nicht mehr lange dabei ist. Aber ich muss sagen, alleine wie Bolle dargestellt wurde, zum Beispiel auch während des ganzen Turniers, dass er immer so genervt war von Lysander, der sich extrem ungehobelt ihm gegenüber verhalten hat. Dass Bolle so richtig so immer von der Spätschicht kommt und nach Pisse stinkt und sich so aufs Bett fallen lässt. Er war so unglaublich menschlich auch. Mhm. Dass er denn morgens grummelig war und so. Also einfach, wie Heiko ihn dargestellt hat, so wirklich sympathisch auch, so nachvollziehbar. Mhm. Ich glaube, das hat ihn auch für alle anderen viel menschlicher gemacht und viel näher an ihn rangebracht. Karl, war er in deiner Vorstellung auch so ein lieber Mensch, der sehr, sehr, sag ich mal, umsichtig mit seinen Mitmenschen ist und einfach total... In meiner Vorstellung war er sehr missverstanden. Er hatte so das Gefühl, dass niemand ihn versteht, niemand kann ihm helfen. Und er trottet einfach immer mit und macht so sein Ding, weil er davon ausgeht, dass niemand versteht, was er eigentlich will. Und umso froher war er dann eben, als er erkennt, dass Alec eine ähnliche Rachegelüste hat und das versteht, was er da tut. So war mein Gedankengang ursprünglich. Aber dann ist er doch ganz gut rausgekommen, gerade mit der Geschichte, wie Bolle dann Alec in seine Story erzählt. Mhm, ja, dann passt das, ja. Das passt ja wirklich vom Plan her aufgegangen. Ja, ja. Und dass er ihn dann so lieb gespielt hat, war mir eigentlich nur recht. Also Bolle war auf jeden Fall kein Miesepeter und kein Sack irgendwie, sondern also, er war schon so der Liebe irgendwie, eher. Aber ja, sehr aufrecht. Ja, absolut. Ich hätte tatsächlich auch noch eine Frage an euch. Mhm. Bolle wurde ja nie wirklich beschrieben als NPC anfangs. Und Bolle wurde tatsächlich erst beschrieben nach meiner, also äußerlich beschrieben, nach meiner Story. Und also das Äußere von Bolle stammt tatsächlich von mir, wie er aussieht und sowas. Die Glatze zum Beispiel. Mhm. Und mich würde interessieren, wisst ihr noch, wie ihr euch Bolle vorgestellt habt, bevor er dann von Heiko so beschrieben wurde? Ja, ich weiß noch. Ich weiß noch, dass ich mir den vorgestellt habe, dass er eigentlich so eher noch breiter gebaut war. Also nicht mal unbedingt so von. Also er laut dem Bild, was wir da jetzt sehen, ist er ja schon kräftig, aber das ist wirklich so drahtig muskulös. Ja. Mhm. So, okay. Und ich habe mir den ein bisschen fülliger so vorgestellt an sich. Und ehrlich gesagt, liegt wahrscheinlich an der Heiko, aber viele seiner NPCs stelle ich mir mit langen Haaren vor. Und in schwarzer Jacke habe ich mir den immer vorgestellt, dass er mit einer schwarzen, allgemein so schwarzer Kleidung dasteht. Mhm. Ja, sie. Ja. Und das war so meins. Und ich war erst übelst überrascht, als ich dann dieses Bild gesehen habe, weil bei mir war der rasiert. Keine Ahnung warum. Weil Heiko ist ja nicht rasiert, aber bei mir hat er ein glattes Gesicht, aber lange Haare. Aber wenn du sagst, fülliger, also war das dann eher tatsächlich schon in Richtung korpulent, oder? Nee, wirklich, also so ein Muskelpaket, der aber auch so vielleicht gut gegessen hat, sag ich mal. Also jetzt nicht unbedingt fett, mhm. Ja, aber... Ja. So Vin Diesel-mäßig, so ganz breites Kreuz, meinst du? Ja, eher so in Richtung Dwayne The Rock Johnson. Oder so, ja. Ja gut, die haben ja beide ein sehr breites Kreuz, ja. Ja. Tatsächlich gibt es da eine nette Hintergrundgeschichte, warum der so aussieht, wie er aussieht. Jetzt kommt's. Insider! Ein totaler Insider, ja. Als wir bei uns zu Hause die Garage angebaut haben ans Haus, da waren Bauarbeiter bei uns aus Rumänien, also von einer Baufirma, die eben dann bei uns gearbeitet haben. Und meine Mutter hatte ein Pferd, das eigentlich im Stall stand daheim,
und das tagsüber aber immer auf einer Weide auf der anderen Seite des Waldes war praktisch. Und einer dieser Bauarbeiter hat dann mal gesehen, dass dieses Pferd da drüben steht und wusste, dass es eigentlich zu uns gehört und ist dann darüber und hat ohne Weide, also das war so ein Schrank in alle Richtungen, doppelt so breit wie ich wahrscheinlich. und der ist rüber und hat das Pferd in den Schwitzkasten genommen. Hä? Ja, natürlich, das Pferd war wahrscheinlich total perplex. Sonst, der hätte sonst keine Chance gehabt, dass er ein Pferd im Schwitzkasten hält. Aber der hat das Pferd in den Schwitzkasten genommen und hat es wieder heimgeführt in den Stall praktisch. Und an dem Herrn ist Bolle angelehnt. Das ist bis heute eine beeindruckende Szenerie. daher auch der Bauernsohn eines Pferde. Genau. Pferdebauernsohn. Genau. Jetzt schmeißen wir was rein. Der Gedanke kam mir vorhin so ein bisschen so, wow, mein Fuck. Der Bauernjunge, der jeden Abend von dem namenlosen Erzähler die Geschichte hören möchte, ist in Wirklichkeit der Sohn seiner Schwester. Oh ja. Okay, dann hast du aber den einen Teil überlesen, dass das Kind rausgeholt wurde. Ja, das Kind wurde rausgeholt. Viel zu früh, so. Die war mehrere Monate in dem Knast gewesen. Also, irgendwann wurde seine Schwester rausgeholt, wurde von einem, weiß ich jetzt gar nicht mehr, was das war. Stimmt. Was mit dem Kind passiert ist? So, direkt. Also, im Text steht, dass Wolle noch erfahren hat, dass so eine Heilerin das Kind aus dem Leib geholt hat und genau, dann wurde sie noch ausgepeitscht. Aber ich glaube nicht, dass es lange genug, also dass es rausgeholt wurde, um dann weiter zu leben, oder? Und dass es also, da lang genug gereift war, um überlebensfähig zu sein, dann auch. Oder wie hast du das gedacht, Karl? Also ich finde Brimmens Idee großartig. Finde wirklich toll. Aber tatsächlich war es in meinem Kopf, also dass dieses Kind nicht überlebt hat. Was aber natürlich nirgends geschrieben steht. Also, ich bin nicht der Gott dieser Geschichte. Aber ich habe völlig vergessen, was ich sagen wollte. Gut. Er war so gerührt über meinen Vorschlag. Ja, aber Gerion steht ja auch in der Geschichte. Es gibt ja eine Verbindung Gerion und Bolle, ne? Also, so ist es ja nicht. Also für alle, die sich jetzt wundern, Gerion ist eine Figur, die ich im Roleplay-Channel vom Gasthaus zum Rollenden Würfel gerne mal spiele und inzwischen auch oft bei Online-Abenteuern. Das ist ein eingebildeter Typ. Also Gerion ist, glaube ich, wirklich eingebildeter als Lysander tatsächlich. Ja. Oder ungefähr so eingebildet wie Lysander. Als ich bei einem Gasthaus war, konnte kein anderer mehr rein, weil die beiden Egos so groß waren. Ja. Mindstorm. Story. Ja. DSA-Spiel. Ein paar Jahre zurück. Gerion als Spieler, Bolle als NPC und Lysander als NPC vom Meister reingebracht. Wer schreibt die Geschichte? Das wäre ziemlich gut. Das wäre wirklich ziemlich gut. Also man hätte verdammt viel Material. Ja. Da mal eine Geschichte vielleicht, zu schreiben. Vielleicht für Staffel 3. wenn Oster sich dann freut, wenn er Gerion von Stillwasser als Spielercharakter spielen darf. Oh Gott. 20 Jahre zuvor. Okay. Oder auch Bolle als Spieler. Sag ich mal ganz kurz, falls der Gimmi noch zuhört, du hast reingeschrieben, um auf Svens Fragen zurückzukommen, wäre der Ritter nicht so einer, der im Turnier, nicht so einer was? Das habe ich nicht ganz verstanden. Mit dem Orasilas eine Bindung aufgebaut hat. Ein NPC, den Orasilas wirklich mochte. Darauf war die Antwort. Ach so. Weil du vorher doch gefragt hattest. Eine Frage. Er hat sich, sag ich mal, um ihn gekümmert, mehr um als alle anderen niemals, aber weil er Angst hat, dass er vergiftet wurde, ne? Mhm. Aber eine Beziehung zu ihm aufgebaut? Das war auch Antwort auf deine Frage von vorher, ob es überhaupt irgendwann mal einen NPC gab, mit dem Orasilas wirklich eine Beziehung aufgebaut hat. Genau, ja. Genau. Ich finde es auch mit NPCs ist echt schwer, eine Beziehung aufzubauen. Ja. Also ich krieg's selber mit bei. Doch, es gibt eine super süße Beziehung, die er aufgebaut hat und die ich total genial finde. Die Prinzessin.
Das Baby. Ja, stimmt. Urasilas und das Baby. Das ist ja wohl einfach nur herzzerreißend, oder? Vielleicht spreche ich da aus der Mama-Sicht, aber da finde ich, ist es... Hä? Ich muss noch kurz erwähnen, weil ich schon die Uhrzeit sehe. Ja. Eine ganz, ganz wichtige Rolle, die Bolle für die drei Helden hatte. Und zwar von allem abgesehen und von allem auch abgesehen, was nicht gut funktioniert hätte, wenn Bolle nicht mitgekommen wäre und kein wichtiger NPC gewesen wäre. Bolle konnte verantwortlich gemacht werden für den Mord, den Arlekin begangen hat. Und wir haben ja festgestellt, bis heute weiß keiner, dass Arlekin das war. Hätte Bolle nicht den Mord auf sich genommen und wäre dann auch noch mit diesem Geheimnis gestorben, wäre Arlekin vielleicht nicht so glimpflich davon gekommen. Ja, vor allem das Verhältnis zwischen Urasilas und Arlekin wäre dann sehr interessant gewesen. Ja. Ich meine, so konnte... Das war schon so interessant. Ja. Also, so, ich meine, so hat... Urasilas, der eh nicht viel von Bolle halten konnte die ganze Zeit, ja noch weniger von Bolle gehalten. Deswegen hat ja auch Arlekin noch versucht, so im Innern, weil er wusste, Bolle kann nichts dafür eigentlich, versucht ihn zu verteidigen. Aber ja, am besten hätte er ja eigentlich sagen müssen, du, das war nicht Bolle. Das war ich. Hat er natürlich nicht gemacht, weil er so glimpflich davon kommt. Bolle hat ja den Mord offiziell begangen. Also er hat ihn einerseits verteidigt, andererseits auch nicht die Wahrheit gesagt, ne? Also aus, ja, na klar. Um auch das Opfer von ihm nicht... Vielleicht auch, ja. Damit sich umsonst war, ja. Also aus Bolles Sicht verständlich, dass er sozusagen Arlekin schützt. Weil er bekommt seine Rache. Er weiß, dass es quasi vorbei ist für ihn. Mhm. Und was würde es ihm bringen? Na, also es ist ja nochmal eine Tat für Arlekin, wenn er sich, und das hat er ja, sich... Von dem einzigen, von dem er sich verstanden gefühlt hat, war ja Arlekin. Da war ja eine Beziehung da. Und dann hat er halt noch für jemanden was getan am Ende. Aus Meistersicht, der perfekte Ausgangspunkt, um die Gruppe, um nicht Gefahr zu gehen, dass die Gruppe gesprengt wird. Auch, ja. Ja, absolut. Denn überleg mal, aus Meistersicht, wenn das rausgekommen wäre... Also es konnte Bolle ja egal sein. Er hatte seine Rache bekommen. Wenn er jetzt noch einen Mord mehr auf seine Kappe nimmt, das war ihm ja egal. Er wusste eh, für ihn ist jetzt vorbei. Genau. Ja. Jetzt, da würde ich mich mal fragen, hat Heiko jetzt diese Szene vor allem dafür gemacht, dass die Leute in der auf dem Ball jetzt denken, eigentlich ist Bolle der Verbrecher der ganzen Geschichte und nicht die anderen? Oder hat das vor allem deswegen gemacht, damit die anderen Spieler oder die anderen Charaktere nicht hinter Arlekins Mord kommen? Schreib's als Frage auf an Heiko. Denn, also, was ich... kann gerade nicht schreiben. Tippen. Das könnte ein bisschen was von beidem sein. Weil mir ist schon ganz oft aufgefallen, dass er als Spielleiter Dinge reingebracht hat und dann dachte ich mir so, boah geil, das funktioniert in die Richtung ja auch. Also die Frage war entweder die Bolle-Szene mit dem Tod für die Spieler oder... für die Ballgesellschaft. Weil andererseits haben sie ja trotzdem dann noch verfolgt, ne? Deswegen, also... Ja, das stimmt. Also, Heiko macht nichts... weil die Mörder waren. Ja, Heiko macht ja nichts ohne Hintergrund, ne? Also Heiko denkt da ja schon sich bestimmte Sachen zum bestimmten Zwecken. Oder um Charaktere irgendwo bestimmt hinzuführen oder... Also da ist ja jetzt nicht... Heiko ist ja kein Meister, der da sitzt und macht und dann gucken wir mal und reagiert auf die Spieler. Er agiert und macht sich Gedanken, um die Spieler irgendwo hinzubringen. Ne? Von daher wäre interessant, ja? Gut. Hat noch irgendjemand einen wichtigen Punkt, den er gerne gesprochen hätte? Ansonsten würde ich jetzt langsam gerne zum Schluss kommen, ehrlich gesagt. Ich gucke einmal über den Plan. Nein, haben wir eigentlich... Ein Herz für Bolle. Ja. Okay. Doch. Okay. Bolle einmal in groß. Da. Ist aber das einzige Bild, das von Bolle existiert, oder? Ja, ich habe ihn nur einmal gemacht. Mit Eimer. Mit Eimer. Die arme Sau. Die Eimer. Na toll. Ist ein Klappen da.
Darauf gehen wir nicht weiter ein. Zum brauchen wir nicht. Das ist der Farbeimer. Der Farbeimer, genau. Ah, er ist der Typ, der immer durch die Videospiele rennt und die ganzen Kanten gelb anmalt, damit die Leute wissen, da können sie hochklettern. Alles klar. Genau. Gut. Dann würde ich an dieser Stelle langsam Schluss machen. Ich würde mich nochmal ganz doll bei Karl bedanken, dass er heute hier war. Ja, sehr gerne. Sehr schön. Genau. Es hat endlich geklappt. Nach monatelangem hat er endlich einen Termin für uns gekriegt. Toll. Furchtbar. Eine kurze Frage an Karl aber noch. Das hast du, glaube ich, schon beantwortet, aber du hast Bolle tatsächlich erst fürs Gasthaus erfunden. Du hattest nicht Bolle schon irgendwie so mal als Charakter oder als ähnliches irgendwo, sondern tatsächlich, nachdem das sozusagen ausgeschrieben war, ihn konkret nur fürs Gasthaus geschrieben, richtig? Ja, Bolle ist nur fürs Gasthaus entstanden, ja. Genau. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben in der Erwartung, dass ich gegen hunderte Einsendungen geschrieben habe. Das hast du. Du hast ihn sieht, perfekt durchgesetzt. Ja, du hast gegen unser Bolle war nicht Gedicht, so gut wie deiner. Nee, bist du ja gegen mein Gedicht angekommen. Ja. Das Gedicht hieß übrigens Bolle die Scholle. Aber es hat nicht klingt vielversprechend, doch. Aber wir können ja Heiko mal fragen, wie viele Bolle-Ansendungen es tatsächlich gab. Weiß das jemand tatsächlich? Also so. Oscar weiß das. Eine weitere. Sagst du! Soweit ich mich erinnere. Sagst du. Also Oscar. Vielleicht waren die alle so schlecht, dass es gar nicht erwähnenswert war. Was ich da eine interessante Frage fand, wäre, inwiefern Heiko schon eine Vorstellung von Bolle hatte und wie die abgewichen ist dann von meiner tatsächlichen Ausführung. Aber ich denke, damit würde auch das Heiko-Special zu Bolle lastig, wenn man so viele Fragen in Richtung Bolle stellt. Bolle war sehr wichtig für den ganzen Verlauf. Ja gut, ja, stimmt. Na gut, wie gesagt, ich muss jetzt los. Alles klar. Und schönen Abend. Ja. Es war wieder sehr schön. Es war sehr schön, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Ja, jetzt haben wir Bolle auch endlich abgehandelt. Von wegen mal alle NPCs und Bolle. Nee, Bolle verdient schon seine eigene. Gut. Na dann. Danke an die Zuschauer. Schönen Abend. Genau. Schön, dass ihr wieder da wart. Oskar, schön, dass du auch wieder Stellung gehalten hast. Und wir hatten auch ein paar neue Zuschauer tatsächlich. Ja. Genau. Jetzt schauen wir mal, ob wir dann nächste Woche oder übernächste Woche wieder da sind. Wir werden es wieder auf den üblichen Kanälen ankündigen, schreiben. Ne? Und Thema vorher, weiß ich... Genau. Thema weiß ich jetzt noch so gar nicht. Aber es geht auf jeden Fall noch ein paar Folgen weiter. Stimmt, wir bleiben auch noch ein bisschen bei Staffel 1. Wir haben Katrinka, wir haben allgemein ein paar NPCs, inklusive Pepe. People, genau. Ja. Also da kommt noch ein bisschen was. Genau. Wir haben dann noch irgendwann Heiko zu Gast. Um die vielen, vielen Fragen, die so entstehen. Na denn? Mit ihm durchzudiskutieren. Genau. Schönen Abend euch noch. Bis dann. Ciao. Tschüss. Ciao.